Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent-Deck Schmiede. Heute mal wieder mit einem Nilfgaard-Deck und zwar einem Morwen-Menschen-Deck. Ein Deck, was glaube ich momentan eines der stärksten Nilfgaard-Decks ist, die es da draußen gibt. Wir hatten schon mal vor einiger Zeit, geraumer Zeit, ein Menschen-Deck, da allerdings mit dem Usurper, da der zu dem Zeitpunkt noch, wobei ich glaube, als das Video rauskam, war der Detlaff-Nerf schon durch, aber ja. Da war Detlaff halt so dominant, dass der Usurper halt sehr häufig gespielt wurde. Mittlerweile sieht man ihn auch gar nicht mehr. Und dieses Mauern-Menschen-Deck ist im Prinzip wie das Usurper-Menschen-Deck. Der einzige Vorteil ist, wir haben 7 Provisionen mehr, weil Mauern hat 17 Provisionen anstatt nur 10. Und ja, von den Anführerfähigkeiten her gibt er sich nicht wirklich viel mit den anderen nilfgaardischen Anführern. Und diese Menschen-Decks, die wir momentan sehen für Nilfgaard, sind halt so die, ich sag mal, neue Ordnung, weil die alten Decks blockieren ist tatsächlich ein Ticken schwächer geworden. Das heißt, dieses ganze Blockieren setzt sich nicht mehr wirklich so hart durch. Da es jetzt einfach diese Form von Reinigung gibt oder Blockieren, nimmt nicht mehr diese Statuseffekte weg. Und deshalb sieht man jetzt tatsächlich häufiger eher diese Menschendecks. Und ja, Morwen als Anführer kann eine Karte aus dem gegnerischen Deck enthüllen und boostet dann eine verbündete Einheit um 2 Punkte. Kann er 3-mal machen, egal wann. Könnt es auch 3-mal in einer Runde machen. Das Wichtige hierbei ist, der Gegner braucht noch Karten in seinem Deck. Normalerweise ist das jetzt nicht unbedingt eine harte Voraussetzung, aber wenn man natürlich gegen König Brand spielt, dann kann es schon mal vorkommen, dass er überhaupt keine Karten mehr im Deck hat. Das heißt, da müsste man wirklich seine Anführerfähigkeiten früher raushauen, damit man die überhaupt nutzen kann. Und das macht halt in der letzten Runde gegen Brand bei uns einen kleinen Nachteil. Also von daher ist es nicht so schön. Ansonsten kann man benutzen, wann man will. Wir spielen Plötze, das ist die einzige Nicht-Menschenkarte in diesem Deck drin. Wir spielen auch ein Zauber, spielen wir, aber ja, Plötze ist einfach da immer noch für Asaya, für Vivienne und weil es noch eine Form von Deck-Sinning ist. Plötze wird allerdings ziemlich häufig momentan vernichtet, sagen wir mal. Mit einem Regis Blutdurst kann diese Karte komplett gebannt werden, das heißt, man kann Plötze kein zweites Mal nutzen. Muss man aufpassen, sollte man plötzlich vielleicht auch mal überlegen, 2 Punkte Boost zu geben. Kommt natürlich darauf an, gegen welchen Anführer, gegen Elfen oder Krach ist es halt absolut nutzlos. Aber ja, plötzlich ist eine kleine Gefahr, weil wenn diese Karte weggenommen wird, hätten wir eine halbtote Asaya. Leo Bonhard, momentan werden immer noch sehr dicke Einheiten gespielt. Leo Bonhard kann da wirklich ziemlich gut sein. Gegen manche Decks spielt man den lieber zu früh aus als zu spät. Aber in den meisten Matchups wird man mit Leo Bonhard immer noch ein Ziel finden. Dass er Hexer zerstören kann, ist mittlerweile eigentlich fast egal, weil die Hexer sind sehr, sehr selten noch in Nilfgaard gesehen oder nicht mehr so häufig, weil es einfach nicht mehr so leicht ist, die 3 Hexer auf der Hand zu haben, dass man wirklich eine optimale Kombo hinkriegt. Und wenn, hat man vielleicht nur 1 oder 2. Wenn man eigentlich zieht, dann ist diese Kombo schon wirklich nicht so toll. Aber ja, Leo Bonhard, unser Geralt of Rivia mit einem Side-Effekt, dass er Hexer zerstören kann, die wir aber aktuell nicht sehr häufig sehen. Vivienne setzt die Einheiten einer Karte zu ihren Provisionskosten. Das heißt, wenn ich mit Vivienne sowas wie Plötze oder Leo Bonhard anvisiere, dann macht Vivienne halt auf diese Karten plus 7 Punkte. Ist relativ stark, ist auch eine der dicksten Einheiten, die wir in diesem Deck dann hervorrufen können. Man könnte Vivienne allerdings auch aggressiv benutzen. Ne? Wenn der Gegner jetzt eine Karte sehr, sehr hoch geboostet hat, weiß ich nicht, sowas wie eine Glazed oder so auf 40 Punkte plus, kann Vivienne diese Karte halt auf ihre Provisionskosten zurücksetzen. Also man kann diese Karte auch aggressiv benutzen, man muss ihn nicht defensiv benutzen und gegen manche Monsterdecks könnte das vielleicht sogar relativ gut sein, man muss natürlich nur aufpassen, wie man das benutzen will, ne? Aber ja, haben wir einen Shilat Fitzösterlin, auch eine Karte, die ich momentan ziemlich gerne mag, ist auch eine Karte, die ist in Nilfgaard momentan häufiger gesehen mit mehreren Kombopotenzial, wir spielen ihn halt auch, weil er Mensch ist, setzt die stärkste Einheit in der gegnerischen Hand auf 1. Das heißt, wenn der Gegner vielleicht irgendeinen Handbuff spielt, wie Squared Hail es manchmal macht und boostet sich sehr hart einen Sheldon Skeks oder so hoch und wir setzen den auf 1, hat er erstmal mit seinen ganzen vorherigen Karten diesen ganzen Boost verloren und Sheldon Skeks ist tatsächlich dann nutzlos. Kann aber auch noch anders genutzt werden, gerade gegen Monster oder so, wenn man was sehr Hohes, wenn man was sehr Hartes trifft, dann ist Shilat ein richtiger Goldjunge. Bei Skellige muss man tatsächlich aufpassen, nicht, dass man Olaf trifft oder so. Aber ja, Skellige ist, glaube ich, so die Fraktion, die hat die wenigsten Ziele. Bei Nilfgaard gibt es nicht so viele Ziele auch. Und bei den Nördlichen ist es so, dass wenn wir meistens ein Ziel zurücksetzen, wir immer noch eine Engine treffen, die wir dann immer noch vielleicht kaputt machen können. Grigor ist die Karte, die mit Shilat wunderbar funktioniert. Schäle ich den Gegner um 1, mit einem Todesstoß boostet er sich 6 und kriegt ein Schild. Wir haben natürlich nicht nur Shilat, der mit Grigor wirklich gut funktioniert. Wir haben noch andere Karten. Das Problem ist halt, Nilfgaard hat nicht wirklich einen Anführer, der Gegner schwächen kann.
Das heißt, wir müssen halt hoffen, dass wir irgendwas auf einen Punkt kriegen und dass wir es dann mit dem Gregor nutzen können. Ansonsten kann Gregor tatsächlich auch mal eine tote Karte in Nilfgaard sein. Das ist sehr hoch möglich, aber wir spielen extra ein paar Karten mehr, dass wir den wirklich enablen können. Dann haben wir Artorius Vigo, eine Karte, die man sonst nicht wirklich sieht, mit dem Assimilate-Tech, was sich nicht wirklich durchgesetzt hat, aber er ist ein Mensch und er hat eine ziemlich coole Fähigkeit, und zwar erschafft er eine bronzene Kopie von einer Einheit, die wir in unserem Deck haben, in unserem Startdeck haben, und spielt sie aus als Einser-Token. Und wir haben einige Karten, da wäre es vielleicht relativ gut, wenn wir die als Einser-Token ausspielen. Wir haben zwei Karten, da wäre es vielleicht noch in Ordnung, und wir haben eine Menge tote Karten, aber wir spielen nur Menschen aus einem bestimmten Grund, und zwar wegen der Karte Doppler. Doppler hat selber an sich nur eine Stärke, boostet sich aber für jeden primäre Kategorie in der Hand um einen Punkt. Darum spielen wir halt auch nur Menschen, weil dann wird ein Doppler ziemlich viele Punkte kriegen. Und wenn wir halt mit Vigo einen Spion oder einen Doppler rauskriegen, sind wir sehr glücklich und die Karte wird locker ihre 9 Punkte bringen. Haben wir Graf Cordwell. Viele Leute packen mittlerweile Cordwell schon wieder raus, gerade gegen dicke Monster. Dieses Deck kommt aber tatsächlich von dem Punkteslam gegen dicke Monster an. Das ist halt so ein Mini-Big-Boys-Deck, möchte man fast sagen. Und Graf Cordwell ist auch nochmal ein Mensch, ne? Wir haben Möglichkeit, ihn auf unserer Seite zu behalten. Einige Gegner werden vielleicht nicht so mit ihnen umgehen können, wie wir es tun können, weil wir den nochmal sehr stark hochboosten können. Von daher ist Cordwell für 8 Provisionen 10 Punkte wert und das ist ziemlich gut. Asaya mischt eine Karte zurück ins Deck. In den meisten Fällen, wo wir sie in der letzten Runde benutzen, unsere Plötze nochmal ins Deck zurückzumischen und nochmal neu auszuspielen. Das heißt, wir kriegen mit Asaya dann 9 Punkte. Plus, wir hätten in der letzten Runde noch ein Ziel für Vivien. Wenn Plötze allerdings verbannt wird, kann man mit Asaya dem Gegner eine tote Karte wieder zurück ins Deck mischen, ne? Also vor allem, wenn man gegen König Brand oder so spielt, kann man Asaya dann nochmal benutzen, eine Karte ins Deck zurückzumischen und dann dreimal seine Anführerfähigkeit zu benutzen, was nicht wirklich verkehrt ist. Das sind immerhin auch 12 Punkte. Aber ja, man muss wirklich auf Plötze aufpassen, ansonsten ist es ja vielleicht nicht so nützlich. Dann haben wir den guten Gimpy Gurin. Hinkehaven fügt einer Eigenheit und all ihren Kopien 3 Schaden zu. Ist natürlich keine schlechte Karte, vor allem momentan, da viele doppelte Bronzekarten spielen, wird er meistens immer seine 9 Punkte für 8 wert sein. Manchmal ist es auch nur 6 Punkte für 8. Aber selbst dann können wir diese 3 Schaden nutzen, um vielleicht noch einen Gregor hinzukriegen, weil wir irgendwas geschwächt haben. Roderick of Duntun ist ein Spion, gibt man dem Gegner 2 Punkte. Allerdings sieht man sich dann 2 zufällige Goldkarten aus dem Deck an, kann dann eine davon ausspielen. Roderick ist halt nochmal eine ziemlich gute Karte, falls man irgendeine wichtige Goldkarte noch im Deck drin hat. Dann kann er nochmal ordentlich Punkte bringen. Und es ist halt wirklich darum, unsere Schlüsselkarten nochmal aus dem Deck rauszukriegen. Es ist im Prinzip eine Nagalfar, die dem Gegner 2 Punkte gibt und nicht die Goldkarte nach oben aufs Deck legt, aber es ist trotzdem eine ziemlich gute Karte. Dann haben wir einmal die Sklaveninfanterie. Sklaveninfanterie ist auch so eine Karte, die könnte man sich mit Vigo holen. Das Problem ist halt, dann kriegen wir nicht wirklich sehr viele Punkte, weil wir müssen ja auch noch irgendwas verwandeln und wir kriegen nur 1er Kopie. Aber Sklaveninfanterie wird in den Decks gespielt, um irgendeine schwache Karte, die wir auf dem Feld haben, nochmal meistens in eine 5er Sklaveninfanterie zu verwandeln. Wenn wir wirklich eine 1er Karte hinkriegen oder eine 2er, dann bringt Sklaveninfanterie schon 8 bis 9 Punkte und das ist gar nicht verkehrt. Spiele sie aber trotzdem nur einmal wegen Hinkehaven, der ist momentan wirklich ziemlich häufig gesehen. Und in manchen Duellen hat man nicht wirklich eine sehr gute Sklaveninfanterie, weil der Gegner einen auch kaum angreift. Haben wir einen Peter zum Zurücksetzen. Vor allem gut gegen Monsterdecks, wenn sie sich sehr stark hochboosten mit dem Oswell oder mit einer Waldgeist-Anführerfähigkeit, wenn wir da was treffen können, ist Peter nochmal eine relativ solide Karte und in den meisten Fällen ist er deutlich über 6 Punkte. Man könnte auch einen Cordwell wieder zurücksetzen auf 10 Punkte, das ist auch eine Möglichkeit. Das heißt, wir haben auch schon Peters hingekriegt, wo wir einen Cordwell um 9 Punkte wieder hochheilen konnten und dann ist Peter einfach absolut nur ein Traum für 6 Provisionen. Dann haben wir die, ich weiß gar nicht, wie die Karte auf Deutsch heißt, das Experiment. Belebt eine bronzene Einheit vom gegnerischen Friedhof wieder, kostet 6 Provisionen, ist jetzt nicht unbedingt das Beste, ne? Muss man wirklich sagen. Aber wir spielen in diesem Deck tatsächlich Karten wie Emissary, den Spion, den wir dem Gegner geben, der uns um 7 Punkte boostet. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Karte, wenn man die nochmal mit diesem Experiment ausspielt. Das Experiment wird halt auch gespielt, damit wir so einen Spion nochmal wiederbeleben können, falls wir den Gregor brauchen, dass wir den halt auf jeden Fall nochmal haben, noch so einen Einser-Spion aus Feld kriegen. Dafür ist die Karte relativ gut. Ansonsten könnte man sich auch irgendeine Karte vom Gegner klauen. Es gibt vielleicht einige Decks, die spielen sehr starke Bronzekarten, vielleicht sogar einmal Monster.
Aber ja, ansonsten ist es immer noch eine Karte, die Spione wiederholt. Dann haben wir die Brigade, beschwört alle Kopien aus dem Deck heraus. Wenn man die am Anfang nicht auf der Hand hat, könnte man auch noch mit Vigo überlegen, sich so eine Brigade rauszuholen. Und im Prinzip 6 Punkte, 6 Provisionen und holt eine Karte aus dem Deck raus, ist gar nicht mehr so verkehrt. Dann haben wir einen Emissary. Spion, 1er Stärke, geben dem Gegner, ist ein Enabler für Gregor. Das heißt, wir können Gregor diese 1er Karte in der nächsten Runde dann zerschießen und er boostet eine Karte auf unserer Spielfeldseite um 7 Punkte. Ne? Viele Leute werden natürlich irgendwas spielen, um sehr starke Karten wegzunehmen. Aber wir spielen sehr häufig sehr starke Karten. Wir haben schon allein Vivien, wir haben Gregor, wir haben Cordwill, wir haben Doppler. Also sind die 7 Punkte Boost beim Emissär jetzt nicht wirklich so nachtragend. Man sollte nur aufpassen, dass man nicht wirklich eine bestimmte Einheit boostet, weil. Zum Beispiel Skellige spielt ja auch noch Sporn, also zurücksetzen ist eine Gefahr. Aber ja, 7 Punkte Boost auf eine unserer Einheiten sichert unseren Cordwill meistens auf unserer Seite, weil das ist schon ein ziemlich herber Boost. Doppler. Muss man mal einen runter. Doppler boosten sich, das habe ich ja schon gesagt, für jede primäre Kategorie von Karten, die wir auf der Hand haben. Das heißt, wenn wir eine ganze Hand von Menschen haben und wir spielen einen Doppler aus, dann boostet sich dieser Doppler für jeden Menschen, den wir auf der Hand haben. Das heißt, ein Doppler mit 9 Menschenkarten würde heißen, dass wir einen 10er Doppler kriegen. 10 Punkte für 6 Provisionen ist natürlich ein Träumchen. Funktioniert aber nur, wenn man wirklich eine volle Hand hat. Und dann sind sie halt wirklich im Early Game extrem hartes Tempo. Der Gegner kann die Karten natürlich wegnehmen, klar, aber wir spielen in diesem Deck, wenn es optimal läuft, 3 Doppler. Und so viele Punkte am Anfang sind schon relativ hart für manche Decks dagegen anzukommen. Und von daher spielen wir halt auch zweimal den Doppler. Ist auch eine Karte, die kann man sich mit Vigo rausholen. Ist eigentlich die beste Wahl, wenn man noch die meisten Karten auf der Hand hat. Ansonsten Emissary. Aber ja. Und wir spielen noch. Vierer Provisionskarten müssen wir natürlich auch in dieses Deck reinnehmen. Wir haben natürlich ziemlich viel Provision, aber wir müssen sie auch noch spielen. Zweimal den Cutthroater, gibt einer gegnerischen Einheit Bluten für 2 Runden, kann nochmal einzelne Einheiten auf einen Punkt schwächen. Für den Gregor ist ordentlich 5 Punkte, 4 Provision und ist noch Mensch. Dann haben wir einmal den Ochsen oder zweimal den Ochsenfortscholer, gibt einer verbündeten Einheit Vitalität für 2 Runden, ist eine Karte, die bringt auch 5 Punkte für 4 Provisionen, ist auch ein Mensch, was auch wichtig ist und sie kann uns helfen, Cordwell auf unserem Spielfeld zu lassen. Und wir spielen zweimal den Toussaint Knight Ewand. Das habe ich komplett falsch ausgesprochen, Ewand, ich weiß es nicht. Der einer gegnerischen Einheit 2 Schaden zufügt. Wenn die allerdings 6 Stärke oder mehr hat, wird 4 Schaden zugefügt. Das heißt, der Toussaint Knight ist 6 Punkte für 4 Provisionen, was ihn relativ gut macht und er ist auch nochmal ein Mensch. Man könnte in diesem 4er-Provisionsslot natürlich noch was auswechseln. Wir könnten Speermänner spielen. Nausicaä ist natürlich jetzt nicht so toll, weil wir fangen meistens mit einem Doppler an und würden dann halt die Nausicaä erst sehr spät ausspielen und die wird ein paar Punkte verlieren. Aber ja, wäre auch noch eine Überlegung. Aber ich habe sie tatsächlich nicht drin, weil die sind mit Dopplern auch nochmal ein bisschen zu langsam. Ja, dieses ganze Menschendeck ist wie gesagt ein reines Value-Deck, man hat das gesehen. Wir haben keine wirklich großartigen Möglichkeiten, irgendwie Hard-Kontrolle auszuüben, auch nicht mal Soft-Kontrolle auszuüben. Wir können ein paar Punkte an Schaden machen mit unseren Rittern, mit unserem Gimpy, aber das war es dann auch schon. Ne? Wir haben nicht wirklich viele Möglichkeiten, Gegner anzugreifen, wir kümmern uns wirklich nur um uns selbst. Wir sind im Prinzip so ein menschengewordenes Big Boys Deck, aber es funktioniert trotzdem relativ gut, weil wir so viele Punkte aufs Feld bringen können. Und manche Decks werden damit ziemlich große Probleme haben. Aber ja, ich würde mal sagen, wir gucken uns an, was dieses Menschendeck kann, wie es mit diesen Menschen läuft. Und ich würde sagen, ihr könnt euch überlegen, ob ihr es spielen wollt oder nicht. Für viele ist es natürlich langweilig, aber Nilfgaard soll ja Ende des Monats nochmal eine komplette Überarbeitung bekommen. Also von daher wird dieses Deck nochmal so ein bisschen, oder allgemein Nilfgaard wird so ein bisschen überarbeitet. Ich bin gespannt, was sie da planen, aber das werden wir wahrscheinlich frühestens in 2 Wochen sehen. Also, auf zu den Spielen. Spielen selber gegen Nilfgaard, okay. Prepare for war. Nilfgaard ist tatsächlich nicht so angenehm für uns. Wir haben keine sehr gute Starthand, wir haben keine Doppler, müssen 2 Karten ablegen. Absolut keinen Doppler, den wir ausspielen können. Ich lege tatsächlich mal noch einen Ochsenfortscholer ab, einen Peter nachgezogen. Kein Doppler, das ist natürlich ein bisschen tragisch, aber auch nicht so tragisch. Frage ist, rechne ich mit dem Regis? Ich denke, ich rechne mit dem Regis, ich möchte meine Plötze um 5 Punkte hochboosten, dass er mir den Regis nicht wegnehmen kann. Spielen gegen Anna. Nauzikas, okay. Und die können wir uns natürlich nicht kümmern, es sei denn, da wird noch eine zweite gespielt. Ich könnte jetzt Gimpien, aber Gimpy ist gegen Nilfgaard meistens am Anfang. Ich möchte den nicht wegwerfen. Das heißt, ich spiele einfach mal so ein bisschen Thinning aus. Wenn er wahrscheinlich relativ früh bei 6 Karten passen. Ich muss natürlich immer noch Annas Fähigkeit so ein bisschen. Da wäre schon ein besserer Gimpy.
6-Punkte-Gimpi. Die Frage ist, möchte ich den jetzt nehmen? Dann ist Gimpi raus gegen Sklaveninfanterie. Und ich weiß nicht, ob sie viel Sklaveninfanterie spielt. Ich werde es mal erstmal lassen. Ich werde tatsächlich erstmal Cordwell noch um 2 Punkte hochboosten. Na, Vorteil ist, wenn er sich irgendwas sehr stark hochboostet, haben wir immer noch Möglichkeiten, das mit Peter zu unterbinden oder sogar tatsächlich mit einem Leo Bonhard komplett kaputt zu machen. Nilfgaard spielt auch Ziele über 8 Punkte. Okay. Also von daher, ja, gar nicht mehr so verkehrt. Okay, ich denke mal, unser Cordwell wird weggenommen. Das heißt, wenn unser Cordwell wegfällt, kommen wir auf einen Gleichstand. Das heißt, wir sollten noch irgendwas Stärkeres ausspielen als er. Da ist der Knight jetzt natürlich perfekt. Jetzt kommt hier gerade eine Katze. Ich hoffe nur nicht, die kommt auf die Leerkasse. Da ist der Leo Bonhard, das war mir klar. Plötze kommt raus, kriegt noch einen Punkt mehr. Und jetzt liegen wir schon hinter ihm. Na, das ist jetzt natürlich nicht das, was wir haben wollten. Das heißt, ich muss jetzt noch ein bisschen Tempo machen. Ich spiele nochmal einen Gimpy Gurin aus, auch wenn ich den eigentlich aufheben wollte. Aber ich möchte nicht in diesen Kartennachteil kommen. Er klaut mir den Gimpy, kriegt noch einen Punkt mehr, aber ja. Passen wir. Ich möchte nicht weiterspielen. Sie kann jetzt noch eine schwache Karte. Kannst du bitte runtergehen? Das ist unmöglich mit den Katzen. Cutswater. Sklaveninfanterie. Und einen Doppler haben wir bekommen. Okay. Ich muss natürlich eine Karte wegwerfen. Nicht gegen das Mikrofon bubbern. Du hast deinen Schwanz in der Facecam. Ich lege mal einen Cutswater ab. Roderick möchte ich eigentlich auch ganz gerne mal halten. Das Problem ist halt nur, ich müsste jetzt eine Karte dann abwerfen. Ne? Roderick wäre nochmal ganz gut für einen Chilat, für einen Vigo oder für eine Asaya. Möchte aber, glaube ich, tatsächlich noch eine Karte ablegen. Was möchte ich ablegen? Ich denke mal, ich lege mal einen Peter ab. Für die erste Runde nur. Weil, wenn sie jetzt passt, dann kann ich immer noch meinen Ritter wegwerfen. Sie hat natürlich Last Say, aber bei ihr ist Bonhard schon raus und wir werden eine Menge Einheiten noch mit 10 Punkten spielen. So, Vigo wäre gut, Doppler wären gut. Da ist ein Vigo, haben wir noch einen Peter nachgezogen. Das heißt, wir haben jetzt die Wahl zwischen einem Chilat und einer Asaya. Ich überlege tatsächlich noch, ob ich einen Leo Bonhard zurücklege. Weil Leo Bonhard könnte ich mir dann mit dem Roderick aus dem Deck rausholen. Da müsste ich aber eine Asaya nachziehen. Chilat und Asaya würde ich beide tatsächlich ganz gerne spielen. Ich kann aber auch einen Emissaire ablegen. Ich denke, ich werde einen Emissaire erstmal ablegen. Oxenford Scholar möchte ich nicht haben. Chilat, okay. Ah, jetzt haben wir nur eine Asaya am Deck drin. Ne? Das ist aber nicht wirklich schlimm. Wir fangen mit Doppler natürlich an. Zack, 10 Punkte Doppler. Ja, das ist halt so nicht von schlechten Eltern. Der schwächt unsere stärkste Karte auf der Hand. Das ist nicht wirklich schlimm. Wir fangen mal mit dem Vigo. Kriegen noch einen Doppler. Das ist natürlich der optimale Vigo. Zack. Da hat man schon gesehen, wir haben 12 Punkte bekommen. Für eine Karte, die ist nur in Provision wert. Ja, jeder kann natürlich einen Peter spielen. Das ist eine Möglichkeit. Er nimmt den sogar weg und nimmt einen Punkt. Aber das wäre mir dann auch egal. So, jetzt spielen wir erstmal unseren Schillert aus. Also rein von den Punkten, ne, man sieht es mit den Dopplern, haben wir extrem Value. Komm, jetzt runter hier. Ja, runter, komm. Ja, tschüss. Das ist anstrengend mit einer Katze. So, da ist natürlich Asaya. Ich habe sowieso nichts Besseres mit dem Roderick vor. Wenn er mit Vivien tatsächlich was hochboostet, haben wir noch eine Möglichkeit zum Fern. Wenn er Hexer spielt, kann Leo Bonhard auch noch eine ganz gute Karte sein. Möchte ich erstmal einen Emissaire spielen? Möchte, glaube ich, erstmal meinen Roderick ausspielen. So, mir meine Asaya holen. Und hol mir selber auch noch eine Plötze. Ach, jetzt ist die schon wieder hier oben. Die ist heute aber momentan ein bisschen knuffig bedürftig, ja? Okay, wir haben tatsächlich einen Leffo getroffen. Er macht 3 Schaden. Das heißt, ich weiß, dass er noch einen weiteren Hexer auf der Hand hat. Ich spiele erstmal meinen Gregory aus, weil ich ihm keine starke Karte von mir geben möchte. Denke, ich werde auch. Ich muss natürlich eigentlich auch noch einen Peter rausspielen. Weil er kann sich einen Peter mit seiner Anführerfähigkeit klauen. Bitte kein Peter treffen. Leo Bonhard und Peter sind natürlich jetzt Hardkonter auch gegen mich. Ne? Das ist der Nachteil, wenn man gegen Anna spielt.
Aber nein, nicht auf die Leertaste. Das ist schlimm mit der Katze gerade hier. Ich weiß nicht, was sie getroffen hat. Beste wäre natürlich Vivien, Sklaveninfanterie und ein Emissär. Sie hatten Peter getroffen. Das ist jetzt aber wiederum nicht gut für mich, weil jetzt kommt ein Gregor wahrscheinlich. Aber sie wird wahrscheinlich auch sehen, ja. Also sie weiß, dass ich wahrscheinlich noch einen Leoborn Hart, oder er weiß wahrscheinlich noch, dass ich einen Leoborn Hart auf der Hand habe. Den hat er gesehen. Dann werde ich jetzt aber auch gleich mal nutzen. Weil Leoborn Hart lohnt sich natürlich sehr gut für mich. Peter ist noch nicht raus. Leoborn Hart ist raus. Ne? Das heißt, da kann noch ein weiterer Peter kommen. Aber wenn weiterer Peter kommt, kann ich immerhin meinen Doppler noch meine Sklaveninfanterie verwandeln. Regis Blutdurst wurde mir genommen. Okay, das ist nicht schlimm auf Shilat, weil jetzt habe ich immer noch 7 Punkte, 10er Punkte Vivien mit unserem Leoborn Hart. Das ist die zweite Karte, die wir natürlich optimal nutzen können. Block ist effektiv nicht wirklich sehr viel wert. Ich kann mir, glaube ich, erlauben, mal einen Emissär auszuspielen. Ich spiele den extra mal in die hintere Reihe. Ich möchte nicht meine geblockte Einheit boosten. Ich weiß, dass auf jeden Fall noch ein Seraph auf ihrer Hand ist. Und wenn sie mit Seraph 10 Punkte macht, dann weiß ich auch noch, dass sie einen Aux hat. Okay, da ist auf jeden Fall noch ein 5er Aux in der Hand. Und wir haben noch unsere komplette Anführerfähigkeit. Peter wird mir jetzt noch nicht wirklich sehr viel bringen. Das heißt, ich benutze tatsächlich erstmal eine Sklaveninfanterie, verwandle meine Vivien. Und benutze gleichzeitig mal ein paar Boost. Beziehungsweise ein Boost kann ich mir, denke ich, erlauben. So, wir legen 10 Punkte vorne. Aux gegen Peter macht natürlich nicht sehr viel. Kommt jetzt wirklich auf ihre letzte Karte an. Könnte natürlich, ich denke mal nicht, dass es was zum Klauen sein wird. So. Da müssen aber noch ordentlich Punkte hinterherkommen. Ein Peter würde nicht ausreichen, ich booste sogar extra nicht meine starken Einheiten. Oder ein Peter würde 12 Punkte machen, doch ein Peter würde ausreichen. Ne, der würde nur 11 Punkte machen. Peter würde nicht ausreichen, das sind nur 11 Punkte. Das heißt, wir haben um einen Punkt gewonnen. Vivien macht auch nur 10 Punkte gerade. Also von daher... Sucht jetzt vielleicht wahrscheinlich das beste Ziel für eine Vivien. Wenn es ein Wannemar ist, okay, es ist eine Vivien, 10, das reicht nicht aus. Ja. Ich meine, Anna hat das schon eigentlich so das perfekte Ziel gegen uns, ne? Also, die hat wirklich ihre stärkste Karte oder eine unserer stärksten Karten rausgeholt, hat uns damit komplett zurückgesetzt, konnten Gregor nutzen. Es hat trotzdem nicht ausgereicht. Also von daher, Nilfgaard ist tatsächlich ein bisschen lästig. Anna ist gerade ein bisschen lästig, weil die kann uns relativ gut umspielen mit diesen Karten. Hat trotzdem nicht ausgereicht. 2 Punkte, das war natürlich knapp, aber manchmal muss es halt auch knapp sein. Ne? Und wie gesagt, man hat es, glaube ich, gesehen, gerade die Doppler, wenn man da 2 Föhren rauskriegt. Gut, Vigo hat uns jetzt so ein bisschen den Hintern gerettet auch am Ende, aber wir hätten ja auch noch einen weiteren Doppler im Deck gehabt. Also von daher nicht wirklich verheerend. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Runde und gucken mal, was dann so mit diesem Menschendeck abgeht. Bis gleich. Dana. Glaktor an Emma. Okay, sie muss anfangen. Ne? Ich möchte Dana eigentlich ziemlich gerne ausbluten. Da müsste ich aber die erste Runde wirklich für gewinnen. So, Plötze. Ich fürchte tatsächlich nicht so hart den Regis. Gimpy gefällt mir, aber den möchte ich in der ersten Runde nicht ausspielen. Ich habe einen Doppler bis jetzt nur. Ich hätte ganz gerne noch einen zweiten Doppler. Was bringt mir am wenigsten Punkte? Der Knight. 6 Punkte zu kriegen wäre möglich. Also lege ich erstmal lieber einen Ochsenfurt-Scholer ab, kriege natürlich noch einen weiteren Ochsenfurt-Scholer. Ja, wir haben natürlich jetzt leider nur einen Doppler. Und nicht wirklich die besten Möglichkeiten. Ich müsste vielleicht sogar Gimpy in der ersten Runde ausspielen. Ich müsste gegen Dana wirklich die erste Runde gewinnen, weil auf einer langen Runde macht die uns komplett nackig. Auf einer langen Runde kann ich die nicht von Value überbieten und wir sind auch ein Value-Deck. Das heißt, wir müssen gegen sie eigentlich eine kürzere Runde spielen. Und das ist jetzt natürlich ein Problem, weil die Karte kriege ich nicht weg. Die Karte kriege ich nicht weg. Nicht mit der Hand, die ich habe. Das heißt, da wird sie sich eine Menge Handbuffs aneignen können. Aber wenn ich sie nächste Runde ziehen kann, wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt. Wenn sie jetzt noch... Okay, vergiftet. Haben wir natürlich nichts zum Reinigen. Ja, das heißt, eine weitere Giftkarte würde da auch nochmal ein paar Punkte wegnehmen.
Was natürlich nicht so toll wäre. Ich kann sie natürlich in eine Sklaveninfanterie verwandeln, wird sich für mich aber persönlich nicht lohnen. Hätte ich noch eine weitere Angriffskarte, also ich hätte Gimpy und meinen Ritter rauswerfen müssen, um das zu verhindern, aber nee. Okay. Sklaveninfanterie möchte ich natürlich behalten. Möchte ganz gerne eigentlich noch... Das möchte ich hochboosten. Ich denke mal, ich werde eine Brigade hochboosten. Ich kriege meinen Gregor natürlich diese Runde dann wenigstens hin. Ich nehme aber wirklich sehr stark an, da wird noch eine weitere Giftkarte gespielt. Diese 1er Punkte, die sie jetzt die ganze Zeit kriegt, sind natürlich nicht so toll für mich. Okay. Ist tatsächlich nicht wirklich schlimm. Nein, ich kriege einen Gregor. So. Plötze kommt raus. Ich gehe nicht davon aus, dass sie mir Plötze wegbannen kann. Nein. Freiwillig und die haben ein paar Buffs abbekommen. Okay, wir liegen trotzdem sehr gut vorne. Das heißt, ich kann mir jetzt sogar erlauben, mein Ochsenfort Chola auszuspielen. Wir liegen immer auch von den Punkten relativ gut vorne und wir könnten vielleicht sogar einen Kartenvorteil erzielen, wenn sie weiterspielt. Ne? Wir liegen 12 Punkte vorne. Selbst eine weitere Giftkarte würde jetzt vielleicht 8 Punkte wegnehmen, plus die 2-3 Punkte, die sie bringt, das sind 10 Punkte. Aber das würde trotzdem nicht so gut ausreichen, um an uns ranzukommen. Und wenn es wirklich hart auf hart kommt, habe ich noch Karten wie ein Gimpy. Oder eben eine Sklaveninfanterie. Da wird eine Falle gelegt. Okay. Ich nehme mal sehr stark an, dass das eine Giftfalle sein wird. Das heißt, die Sklaveninfanterie möchte ich noch nicht ausspielen. Ich könnte einen Peter ausspielen, aber ich hätte nicht wirklich was zum Zurücksetzen. Peter bringt mir momentan keine Punkte, das ist das Problem. Und Peter könnte ich auch noch für die letzten Runden relativ gut benutzen. Sklaveninfanterie in die Reihe wäre jetzt nicht so toll. Gimpy muss im Melee-Bereich ausgespielt werden. Leo Bonhart möchte ich nicht ausspielen, das heißt, ich werfe tatsächlich nur einen Peter weg. Na, ich gehe davon aus, dass es eine Crushing Trap ist. Vielleicht hat er ja auch noch was zum Bewegen. Gregor wird natürlich durch Schild geschützt, was in Ordnung für mich ist. Und wir haben immerhin jetzt schon eine etwas kürzere Runde. Okay, das ist jetzt natürlich nicht so toll. Weil jetzt kommt die Falle. Aber ich liege von den Punkten gar nicht so weit hinten. Gimpy möchte ich aufheben tatsächlich, falls das Wasser gespielt wird. Wobei, wird das Wasser gespielt? Das scheint mir eher mehr so ein Angriff zu sein, ne? Mit Fallen, wobei, ja, Wasser ist... Ich schließe jetzt mal nicht aus. So, Sklaveninfanterie. Nächste Runde wird auf jeden Fall noch ein Gimpy kommen. Ist natürlich ganz gut, dass sie die ganzen Handbuff-Karten auch diese Runde schon ausspielt. Wir werden natürlich mit den Dopplern nicht mehr so gute Ziele finden. Das ist ein Panzer. Okay. Da ist Harmonie, meine Bestie gekommen ist. Gimpy hilft mir noch. Zur Not setze ich auch eine Anführerfähigkeit ein. Gimpy ist jetzt aber raus. Das kann natürlich ein Nachteil für mich sein. Wäre jetzt noch eine, irgendeine Hardcore-Karte. Barnabas Beckenbauer. Okay, komme ich da ran? Ich krieg 13 Punkte und eine Anführerfähigkeit. Also ja, ich würde rankommen. Ja, ich nehme ihm 10 Punkte weg. Plus eine Anführerfähigkeit. Das ist das, was ich an diesen Anführerfähigkeiten so liebe. Sie sind random. Hilft mir und ich kann passen. Und ich kann entweder, ich spiele jetzt auf Kartenvorteil oder ich spiele jetzt, kommt drauf an, was ich ziehe, ne? Du bist schon mal nicht so gut, du bist auch schon mal nicht so gut. Ich ziehe jetzt natürlich nur meine schlechten Karten nach. Ganzes Deck ist noch voller Goldkarten, aber Hauptsache ich ziehe meine schlechten Karten nach. Ich denke, ich werde noch ein bisschen spielen. So, dich werde ich mal ablegen. Shilat gefällt mir relativ gut. Dich werde ich mal ablegen. Möchte ich wirklich weiterspielen? Eigentlich ja, ich möchte die Randführerfähigkeit rausholen. Frage ist, ob ich das schaffe. Da kann sie sich noch ein paar Handbuffs erzeugen, aber das ist ihre stärkste Karte auf der Hand. Das ist interessant. Das ist ihre stärkste Karte auf der Hand. War eine Vierer. Das heißt, sie hat auch nicht unbedingt so die beste Hand. So, Emissär. Jetzt ist die Frage, möchte ich noch eine Anführerfähigkeit raushauen?
Sie müsste 6 Punkte mit ihrer Karte machen, ne? Wenn es ein Chains Gex wäre, würde es ausreichen. Wenn ich einmal boosten würde mit Chains Gex, würde es natürlich nicht aus... Oder sagen wir mal, der müsste 4 Punkte auf der Hand haben. Weil Circe hat einen Buff bekommen. Ich glaube, es ist aber noch ein zweiter durchgekommen. Das sind 8 Punkte, die gemacht werden. Ne? Das heißt, ein Buff und... Da müsste noch... Faith ist noch im Deck drin. Da müsste die Anführerfähigkeit rauskommen. Es ist nur im Wasser. Aber Anführerfähigkeit muss trotzdem rauskommen. Wäre aber auch ohne Buff. Das ist aber schade für mich. Aber egal, ich habe noch meine guten Goldkarten im Deck drin. Saya, Vivien, Roderick würde ich auch nehmen. Ist alles kein Problem. Nimmt sich nur eine sehr schwache Karte. Reicht ja auch aus. Jetzt natürlich eine nutzlose Faith im Deck drin. Ochsenfort möchte ich nicht haben. Roderick gefällt mir. Ich kann eine Bronzekarte aus dem Friedhof vom Gegner wiederbeleben. Möchte ich das tun? Ich meine, ich könnte mir einen Emissär wiederbeleben. Ne? Ich werde auf jeden Fall erstmal den Ochsenfort ablegen. Cordwell ist ein Risiko. Ist ein Risiko. Vivien wäre auch ganz gute Karte. Aber Vivien wird mir nicht so viel ohne Asaya bringen. Die Sache ist... Also Cordwell möchte ich ganz gerne behalten. Ich kann den ja auch um sehr viele Punkte hochboosten. Das heißt, ich denke mal, ich werde ihn so behalten. Hoffe natürlich nicht, dass er jetzt irgendwie großartig angreifen kann. Aber wenn ich halt meine Experiment ablege, kriege ich kein Emissär mehr. Und die Chance, dass Cordwell rüberwandern würde, wäre sehr hoch. So, kann also Senses noch ein paar Punkte boosten. Könnte nicht Ida spielen. Nein, aber spielt Shane. Das ist kein Problem. Ne? Dafür haben wir unsere Spion-Kombination. Ich belege meinen Emissär wieder. Und booste Cordwell nochmal um 7 Punkte. Keine Anführerfähigkeit mehr und ich kriege noch eine meiner guten Goldkarten aus dem Deck raus. Okay. Damit haben wir gewonnen. Sofern wir jetzt kein Vigo. Ja, okay. Asaya ist ziemlich gut. Asaya bringt uns die nötigen Punkte. Plötze aufs Feld. Und wir können passen. Cordwell geht nicht gut. Ja. Also hätten wir auf jeden Fall eine lange Runde gespielt gegen Dana mit ihrem Wasser, dann hätte es auf jeden Fall nicht ausgereicht. Und das ist dieses erhebliche Problem. In der langen Runde, ja, ist Dana doch, glaube ich, ein Ticken besser als wir. Wir haben zwar diesen extrem harten Tempo-Boost am Anfang, aber mit diesem ganzen Harmoniezeug denke ich nicht, dass wir da großartig weiterkommen können. Aber ja. Ich würde sagen, das war's mit der Folge Gwent-Deck-Schmiede. Mit dem Menschen-Moment-Deck. Wie gesagt, es ist ziemlich stark. Es ist ein Value-Deck. Man darf nicht eine lange Runde gegen Deck eingehen, was stärker ist. Aber dadurch, dass wir die Doppler haben, haben wir eine sehr gute lange Runde teilweise. Nicht gegen jedes Deck. Aber ja, Midrange ist es natürlich nicht so. Wir haben natürlich auch sehr starke Gold-Kombinationen. Also wenn man so eine Asaya hinkriegt mit einer Vivienne, dann haben wir natürlich auch relativ gute Chancen für ein Midrange-Deck. Ne? Aber ja, muss man selber wissen, ob es einem gefällt. Ich finde Menschen persönlich zu spielen momentan nicht gerade das Aufregendste. Ich hoffe natürlich, dass Nilfgaard noch schön überarbeitet wird, dass die wieder einen richtigen Archetype kriegen. Ich hoffe natürlich, dass Enthüllung irgendwie überarbeitet wird, weil das Enthüllen, wie es jetzt momentan ist, gefällt mir nicht so sehr. Aber... das werden wir alles sehen in 2 Wochen. Es soll ja keine Hardcore-Überarbeitung werden, sondern nur so ein paar Karten sollen angepasst werden. Also ich bin mal gespannt. Ich hoffe ihr auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.